Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Wir überprüfen die Leistungen des Tektronics 2465B, nachdem ich es restauriert habe. Und es geht darum zu schauen, ob wir die DC-Anzeige, also Gleichspannung, ob die richtig angezeigt wird, ob die Amplitude richtig angezeigt wird und ob die Frequenz richtig angezeigt wird. Die ganze Bandbreite, die habe ich in einem anderen Video bereits dargestellt. Die Bandbreite von 400 MHz habe ich mit zwei verschiedenen Methoden überprüft und das wurde als okay empfunden. Man muss bei dieser Überprüfung ganz klar festhalten, dass es um eine visuelle Überprüfung geht. Also wenn wir genau 10 mV messen wollen irgendwo, dann nehmen wir ein DMM, ein digitales Multimeter. Wenn wir eine Frequenz messen wollen, genau, dann nehmen wir einen Frequenzzähler. Hier geht es eigentlich darum, zu zeigen, ob die Anzeige auf dem Bildschirm in Verbindung mit den Cursors, also mit den Linien, übereinstimmt. Das ist doch relativ wichtig und zeigt uns auch, ob wir die Restauration gut gemacht haben. Am Anfang die DC-Überprüfung. Das Eingangssignal ist 10 mV jetzt im Moment. Und was ich gemacht habe, ich habe den Cursor, den einen Cursor habe ich auf 0 gestellt und den anderen, den werden wir variieren. Man sieht es natürlich auch ganz klar, auch an der Skalierung. Wir haben 5 mV Skalierung und dann 1, 2 Abstände. Das gibt natürlich diese 10 mV ebenfalls. Also hier haben wir nur noch einen Hinweis zusätzlich, damit die Anzeige dann auch da übereinstimmt. Und das ist hier der Fall. Also 10 mV, das ist okay. Jetzt erhöhen wir auf 20 mV. Und deshalb müssen wir jetzt die Skalierung ändern auf 10. Und man sieht hier 10 mV, zwei Häusen, 20 mV. Auch das stimmt recht genau. Dann vielleicht 40 mV. Auch wieder hier muss ich die Skalierung ändern. 40 mV, das ist immer sehr gut. 40 mV, auch das stimmt. Dann gehen wir noch auf vielleicht 100 mV, damit man das ein bisschen in einem größeren Zusammenhang sieht. Ich werde jetzt da auf 100 mV gehen. Genau. 100 mV. Das ist auch, jawohl, genau. Und jetzt haben wir hier den Cursor. Genau. Das ist ganz genau 100 mV. Also ein Häuschen 100 mV. Das stimmt. Also, diese DC-Einteilung geht recht gut. Ich werde jetzt noch auf 1 Volt gehen, damit man das auch noch sieht. 1 Volt DC, also noch höher. Dann gehen wir da auf 1 Volt, ja, machen wir 500, das sieht ein bisschen schöner aus. Also hier auf dieser Linie, auch das stimmt. Also wir können jetzt mal davon ausgehen, dass die Restauration, also die neuen Teile, die ich eingebaut habe, doch auch Resultate zeigen. Die Einteilung ist okay, die Verstärkung ist okay und die Anzeige auch. Wir werden jetzt dasselbe mit einem Sinussignal machen, damit wir auch die Amplitude in der gleichen Art und Weise überprüfen können. Zum Start habe ich ein Eingangssignal von 2 mV angegeben, 2 mV pp, und wir überprüfen, ob diese Anzeigen auch okay sind. Und das stimmt hier recht genau sogar. Und wir werden diese Einteilung dann, dieses Eingangssignal ein bisschen erhöhen, auf zum Beispiel 5 mV und dann auch wieder mit den Cursors überprüfen, ob diese 5 mV auch okay sind. Und das stimmt auch gut. Und dann vielleicht noch auf 10 mV. Da müssen wir nicht mal verschieben, das geht auch so. 10 mV. Auch das stimmt recht gut. Also auch die Amplitude mit einer Sinuskurve funktioniert gut. Jetzt machen wir noch mehr. Gehen jetzt mal auf 1 Volt pp. Da müssen wir ein bisschen steigern.
Genau. Das ist jetzt 1 Volt PP-Eingang. Dann prüfen wir auch. Auch das stimmt recht genau. Also man kann sagen, diese Restauration ist doch von Erfolg gekrönt. Wir machen noch vielleicht 5 Volt. Genau. Ja, 5 Volt. Prüfen auch das noch. Auch das ist doch recht gut. Funktioniert gut. Aber wie gesagt, eingangs schon, es ist eine visuelle Darstellung, die wir hier überprüfen und nicht eine gemessene. Also DMM, Digitalmultimeter oder Frequenzzähler sind die geeigneteren Mittel. Aber es geht darum, zu zeigen, dass das Oszilloskop ordentlich arbeitet. Das nächste, das wir überprüfen werden, ist nun die Frequenz, das Timing. Okay, Eingangssignal lassen wir mal bei 5 Volt pp stehen und die Frequenz, wir beginnen mal mit 1 Megahertz. Auch hier sieht man, dass das schön stimmt. Es ist ein bisschen schwierig, den Peak herauszufinden, deshalb gibt es vielleicht einen kleinen Trick. Man verschiebt hier das Signal und jetzt kann ich auf eine Schnittstelle hier einstellen. Schnittstelle hier und Schnittstelle hier. Das geht ein bisschen genauer und ist einfacher anzuzeigen oder die Cursors einzustellen. 1 Megahertz stimmt hervorragend. Jetzt machen wir Folgendes. Gehen wir mal auf 4 Megahertz. 4 Megahertz und schauen das Ganze wieder an. Genau hier. Spitze, Spitze oder eben ein bisschen verschieben und dann kann man das vielleicht ein bisschen genauer machen hier. Genau, 4 MHz, auch das stimmt recht gut. Dann vielleicht 8 MHz, das noch ein bisschen prüfen. 8 MHz, auch hier wieder Spitze, Spitze zuerst. Mal schauen, genau, auch das stimmt gut. Oder eben die Verschiebung, damit man dann hier genau hier in den Schnittpunkt gehen kann. Das ist vielleicht ein bisschen genauer. Genau. Aber auch das funktioniert recht gut. Schnittstelle. Ja, genau. Okay. Vielleicht noch ein bisschen noch höher. Vielleicht auf, machen wir mal 20 MHz. Hm? 20 MHz, auch das schauen wir mal genau an, schauen, ob wir auch bei höheren Frequenzen da noch einigermaßen richtig liegen. Auch das ist recht gut. Vielleicht ein bisschen erhöhen hier. Und jetzt wieder den Schnittstellentrick anwenden. Hier und hier. Ja, ist ein bisschen schwierig. Genau, so. Also auch das stimmt. Also wir können mit Genugtuung feststellen, dass die Restauration des Gerätes doch erfolgreich ist und dass die Performance ordentlich ist. Saubere Signale, keine Verzerrungen und das Timing stimmt, die Amplitude stimmt, DC, AC, ist alles okay. Und wir können gut in die Zukunft schauen. Das Gerät sollte für die nächsten paar Jahre dann wieder ordentlich arbeiten. Recht schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald. Noch ein kleines Supplement zum Performance-Check. Wir haben auch noch eine höhere Frequenz rasch angeschaut, also 200 MHz. Und wiederum denselben Trick oder dasselbe Hilfsmittel eingestellt, indem ich die Kurven ein bisschen verschoben habe, damit ich den Cursor dann auf die Schnittpunkte legen kann. Ich komme da auf 199 MHz, also für ein visuelles Ablesen äußerst gut. Also auch die Performance im tiefen, mittleren und hohen Bereich sind ausgezeichnet.